Naja, also ich mache das ja nicht nur, weil ich Suits gesehen habe. 8 Semester sind, glaube ich, Mindeststudienzeit. Das sollte sich doch ausgehen. Also, Anzüge tragen, das muss wirklich nicht sein. Ja, so schwer ist der mit der T auch wieder nicht. Mediziner war ja nur Plan B, ich wollte eigentlich Physio werden. Ja, Stethoskop kaufe ich mir halt erst, wenn ich es wirklich brauche. Boah, wir haben so eine fette Prüfung nächste Woche. Na, ich bin an sich ein total selbstständiger Mensch. Also so in Gruppen arbeiten ist voll nicht meins. Ich wollte schon als Kind immer auf die FH. Fuck, freue ich mich schon auf die FÖM. Wirtschaftsrecht auf der WU? Naja, das ergibt viel mehr Sinn. Das ist moderner und das ganze Studium ist deutlich besser, ja. Also, dass wir noch Magister werden, ist irgendwie peinlich, ne? Master und Bachelor hören sich schon viel besser an. Die Pharmazeit ist definitiv die chilligste. Ich erzähle echt ungern, dass ich Mediziner bin. Ja, es ist einfach so peinlich, diesen Kittel zu tragen. Na, SFUler sind eh auch Medizinstudenten. Nein, die Mama packt mir kein Pausenbrot. Schultasche ist Urebaby. Ich habe überhaupt keine Angst vor einem Klassenbucheintrag. Na, das muss man schon eingestehen, also das Juridikum ist de facto ein architektonisches Meisterwerk. Am liebsten mag ich die Seminarräume, die sind so schön lichtdurchströmt, ja, man hat immer genügend Platz, es ist nicht heiß. Aber gut, der Boden ist auch ein Wahnsinn, ja. Na, diese Altfragen sind schon Sache, also da hätte ich lieber offene. Impfen, das bleibt halt jedem selbst überlassen. Naja, so viele Deutsche haben wir jetzt auch wieder nicht. Nein, ich bin überhaupt nicht beleidigt, dass ich nicht Klassensprecher geworden bin. Scheiß Peter wird das sicher super machen. Einserreihe ist viel cooler als Zweierreihe. Aber wenn Zweierreihe, dann vorne mit der Frau Lehrer. Gekommen. Dafür bin ich jetzt aber wirklich zu alt. Wozu gibt's eigentlich diese neuen Handtuchspender am WC? Die benutzt doch wirklich eh keiner. Also unter uns, ich finde unseren Dekan jetzt nicht so Oberhammer. Bitte, ich mach das ja nicht fürs Geld, ich mach's für die Menschen. Zivi oder Herr? Natürlich Herr. Was soll ich beim Zivi machen? Sanitäter? Ich glaube, nächsten Freitag gönne ich mir mal nicht den Trapezfisch. Ja, das solltest du vielleicht noch einen echten Arzt anschauen lassen, das weiß ich leider noch nicht.